Yo Freunde, was geht? Das Spiel habe ich alle schon Let's Showed und das wird jetzt wirklich richtig LP'd. Ich kenne das Spiel jetzt auch viel, viel besser und ich werde es jetzt wirklich LP'en, weil das Spiel ist einfach richtig genial und ich habe jedes DLC zu diesem Spiel. Alles Mögliche habe ich dazu. Werdet ihr gleich dann noch sehen. Escape Team und so. Wir haben auch die ganzen geilen Bonusgefängnisse. Und hier können wir ja auch noch welche suchen, auf jeden Fall. Und ich werde jetzt erstmal den Sound ein bisschen leiser einstellen. So ungefähr passt das schon. So, neues Spiel. Wir fangen natürlich mit dem Tutorial an. Wie auch immer das so war. Flucht. Gute Zeiten. Nun, das ist es. Zeit, um diesen Plan auf die Probe zu stellen. Die ganze Vorbereitung und die harte Arbeit läuft darauf hinaus, zu flüchten. Lass uns beginnen. Verwenden du die WASD und D-Taste, um die zu bewegen. Okay. Geh zu deinem Schreibtisch. Okay, ich nehme das mal mit. Und dort auch. Neben dem Schreibtisch. Ah. Jetzt muss ich das so machen. Also, ich habe das lange nicht mal gespielt, aber es werde ich auf jeden Fall... Oh. Dann kann ich jetzt hier hoch, soweit ich weiß, und kann darüber. Das ist jetzt nur das Tutorial, damit du Bescheid wisst. Und das ist easy eigentlich. Stück Seife hat nichts gekostet. Herstellen das hier und das hier. Das ist eine Waffe. Ja, die Waffe. Wie einfach war das zu besiegen, bitte? Achso, ja, stimmt. Macht Sinn. So, dann kann ich jetzt hier raus. Also so einfach wird es auf jeden Fall nicht sein. Das ist ziemlich einfach. Es wird gnadenlos hart. Ja. Achso, ich muss nach oben graben. Macht Sinn. Oh, okay. Ich will nichts mehr machen. Ich will jetzt nach oben und ja, wir sind schon draußen. Das ist aber nur das Tutorial und das ist easy. Baby easy. So, Spiele anpassen. So, das bin ich, soweit ich weiß. Und die kann ich jetzt so nennen, wie ich will. Du bist Trevor. Und, ja gut, ich werde es auf... was? Oh. So, du bist Trevor. Du bleibst auch Trevor. Du bist jetzt Remco. Fire. Dennis. Das hieß Algan. Dann gibt es hier noch... Wow, und der gehört natürlich wie immer dazu. So, du bist... ein Schokobaby. So, und du bist, ach fuck, es geht nichts. Big Tasty, ich wollte eigentlich, das hat nichts mit dem Big Tasty zu tun, nennen. So, und du bist, ja komm, wir nennen dich jetzt Ariane, komm, gut. So, Offiziere, belasse ich mal, Offizier, Hundebacke, nee, geht ja nicht, Offizier, gay. Offizier, Offizier, gay. Okay. Hundesohn. So, du bist Lutscher. Du Big Mac. Und wie sollst du denn sein? Joghurt. Gut, starten. Jetzt beginnt das Ganze auch. Wir fangen natürlich an bei der Nachtruhe. Lieber Joker, willkommen im Center Pierx, dem komfortabelsten Minimalsicherheitsgefängnis des Landes. Im Namen aller Mitarbeiter hier wünschen wir dir einen schönen, erholsamen Aufenthalt. Sollte dir das kostenlose Kabelfernsehen zu langweilig werden, freuen wir uns, dir in unserer Einrichtung viele andere entsprechende Aktivitäten bieten zu dürfen. Dürfen steht da noch gar nicht, also bieten zu. Direktor Geoflomp. Schade, dass man den nicht umbenennen kann. Gefängnis alles über Routine, bla bla bla. So, wir müssen jetzt erstmal ganz normal spielen. Also wir können ja noch nichts machen, wir haben nur nicht viel. Wir haben gar nichts, kein Geld, nichts, nirgendwo was. Wir müssen jetzt erstmal mitspielen und dann wird schon noch was. Erstmal
ganz normal mitspielen. Fertig, aus. Dennis und Alkan, alles klar. Also das Spiel ist ziemlich cool, also man muss da versuchen, aus dem Knast auszubrechen. Und es ist sehr gut, dass wir schon mit Fire gute Meinung haben. Es ist auch sehr gut, dass wir mit... Oh mein Gott, Remcord, richtig gute Meinung zu uns. Das ist sehr gut. Weil da könnt ihr uns auf jeden Fall ziemlich helfen. Lenkt ihr weiter für mich ab, sorry, Bro. Aber du hast immer noch gute Bewertung. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall... Das Fliegen hier, das sieht sehr gut aus. Und ich werde natürlich auch so wie... Oh Gott, das ist... Oh, das ist Remco. Alkan, du hast 92. Okay, passt. Der hat ein Kissen als Waffe. Wen willst du damit bedrohen? So, ich will einfach ohne 1% Alarmierung rausgehen. Das wäre echt super. Ja, 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 bla, bla, bla. Ich will da raus! Oh mein Gott, Alter, wie habe ich das denn gemacht? So, ich gehe dahin, So, wir können hier noch natürlich was mitnehmen, so besteckmäßig. Ich würde sagen, wir nehmen ein paar Gabeln und ein paar Löffel mit. So, erstmal ein Messer hier hin. Und das war's. Eine Gabel kann man immer gebrauchen. Das ist gut fürs Chippen. Aber das werdet ihr dann auch im Laufe des Spiels noch sehen. Wir werden es natürlich oft benutzen. Es wird sehr, sehr häufig benutzt. Sehr, sehr häufig von mir. Aber ich glaube, da werde ich doch bessere Sachen mitnehmen. Einfach weil die Sachen jetzt nicht so krass gut sind. So, jetzt müssen wir erstmal in anderen Räumen rumschauen, was die so haben. Vielleicht kann man daraus so was machen, ne? Wer weiß. So, Schreibtisch von Ariane. Feuerzeug kann man immer gebrauchen. Holz. Ja, nehme ich auch mit. Warum nicht? So, Gabel kann ich ja jederzeit mitnehmen. Teddybär, okay. Zahnpasta und Talkumpuder. Da können wir gleich schon was Geiles machen. Und zwar... Kit. So, weiter geht's. Ich hoffe, du siehst mich jetzt hier nicht. Das wäre schön. So, Löffel. Ja, gut. Ist das mein Schreibtisch? Ja, danke. So. Das hier ist perfekt. Eigentlich könnte ich auch schon... eine Key draus machen. So, passt bis jetzt alles. Wir lassen es jetzt erstmal dabei. Was hast du zu verkaufen, Bro? Brauche ich jetzt alles nicht. Was brauche ich jetzt? Sowas wie ein Magazin. Magazin wäre jetzt nicht schlecht. Da brauche ich halt noch ein Duct Tape. Warte mal, da war doch was. Da war doch so eine Crafting-Spitze. Können wir immer gebrauchen. Da könnt ihr das nämlich hier... Könnt ihr einfach was bauen. Da seht ihr ungefähr, was wir machen können. So, wir werden aber auch manche Freizeit anders nutzen. Klebeband perfekt. Aber jetzt passt das einfach perfekt, wenn wir schon Sachen erstellen. Oh, hallo, Offizier. Was geht, Bro? So, schnell hier hin. Wir können ja auch schon eine Bettpuppe erstellen, aber das ist ziemlich einfach und deswegen mache ich das noch nicht. Das wird... Easy. So, dann müssen wir hier irgendwie ein Magazin holen. Naturschwamm, nee. Wo kriege ich ein Magazin? Ich bin jetzt... Habe ich ein Angebot? Ich bin Wäscherei tätig. Okay, passt. Da heule ich noch nicht so rum. Ich kann da arbeiten. So, ich muss nur mein Klebeband verstecken. Dahin nämlich. Wenn eine Untersuchung kommt, muss ich so schnell wie möglich dann wieder abhauen. Also, ich muss da alles wieder mitnehmen und dann... hier in diesen Platz da rein tun. Wird aber kein Problem. So, wir nehmen jetzt wieder ein paar Gabeln mit. Und fressen was. Oh, wer kämpft denn da? Remco und Schokobaby. Okay. Remco, du Rassist, Alter. Lass doch das Schokobaby in Ruhe. Was hast du? Okay, brauchen wir nicht. Ja. Also wir könnten jetzt auch schon geschmolzenes Plastik machen. Und durch dieses Kit können wir hier irgendeinen Schlüssel klauen. Ich weiß aber gerade nicht, wer was hat. Offizier, Offizier, Gay. Ich weiß nicht, was du hast, aber... Okay. Sugar Baby. Was geht, Bro? Habt ihr was zu verkaufen? Du hast wahrscheinlich was zu verkaufen, Bro. So, ich habe jetzt meinen Job. Gabeln sind ja nicht illegal. Von daher, pass ist schön. Ich würde sagen, ich gehe gleich zur Arbeit, aber... ich muss jetzt erstmal die ganzen Gabeln irgendwo hin verstauen. So. Ihr werdet nämlich gleich sehen, was ich machen möchte. So, wir sind hier tätig. Wir müssen jetzt, soweit ich weiß, schmutzige Wäsche hier mitnehmen. Dann da.
Dann da. Drei und vier. Dö, dö. Bla 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 bla. So. Dankeschön, Dankeschön. Ich habe bald mein Arbeitspensum erreicht. So, ich glaube, ich brauche nur noch die zwei. Ich meine. Oh. Die beiden reichen noch. So, gib mal her, Bro. Dankeschön, du auch. Ich glaube, das reicht. Perfekt. Wir haben es erfüllt. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ins Internet und machen uns ein bisschen schlauer. Weil das brauchen wir auf jeden Fall, um Sachen herzustellen. Und es könnte niemals schaden. So, Intelligenz 32, das ist ziemlich niedrig. Und ja, ist auch wichtig für den Key später. Wir brauchen nämlich einen Key. Weil sonst... okay, eigentlich braucht man den nicht wirklich jetzt so übertrieben. Aber ich würde den einfach benutzen, weil der hilft uns auf jeden Fall enorm. Ich glaube auch, man kann es auch ohne machen. Aber ich will es so machen, wie ich es möchte. Also, wie ich escapen möchte. Deswegen ist das auch cool, das Spiel. Das hat mehrere Ziele. Also, du kannst da mehrmals ausbrechen, wie du willst halt. Du hast da verschiedene Arten, wie du da ausbrechen kannst. Aber es ist halt immer noch gleich schwer. Das ist das Geile. So, Intelligenz 47, machst jetzt noch auf 50. So. Habe ich jetzt 49? Genau, noch einmal. Und dann gehen wir jetzt zum Hofgang. So, ich dusche aber schnell. So. Wie war das nochmal? Das noch mal. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Wie ging das? Hilfe! Wie trainiere ich denn? Wie trainiere ich nochmal? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das ist richtig gammelig. Ich weiß es nicht mehr einfach. So, was geht, Trevor? Bla bla bla. Wie ging das denn? Das. Ich habe keine Ahnung mehr. Achso, Q und E. Alles klar, macht Sinn. Gut, Q und E. Merken wir uns. So, Bro. Wir holen uns hier einfach einen Löffel mal mit. Trevor, was geht? Okay. Wir nehmen jetzt mal, nehmen wir mal ein paar Gefallen an. Kommt drauf an, welche. Lenkt die Werte ab. Nein, Bro. Zieh für mich die Hals-Maul. So. Wir müssen natürlich auch ein bisschen die Meinung hier gut halten. Deswegen würde ich sagen, verschenken wir jetzt ein bisschen was. Müssen wir halt nur was finden. Nur keine Ahnung, wo wir was finden. Vielleicht bei ihr. Ich habe eine gute Idee, wie was wir hier schenken können. So, wir machen jetzt hier eine Kampfwaffe draus und
schenken das mal Schokobaby. Hier, Bro. So, Schokobaby mag uns ein bisschen mehr. Das ist sehr schön. Jetzt muss ich noch ein bisschen was anderes verschenken. Was geht, Remco? Brammen. So. Normalerweise wollte ich ja noch selber für mich was suchen, aber es wird halt nichts. So, erstmal das hier mitnehmen. Kam, mach mal wieder eine schöne Kammwaffe draus. Warum, du hast eine relativ gute Meinung zu mir. Du auch. Komm, ich schenke es doch mal, Schokobibi. Ach, der hat eine scheiß Meinung immer noch. Minzbonbon. Willst du das auch noch, Bro? Ja, der mag uns auf jeden Fall. Bitte, nimm das. Er sucht seine Klamotten. Was ein Lutscher. Was geht, Bro? So, okay. Also hier ist auf jeden Fall noch Kleidung. Auf dem Boden. Officer, kümmere dich mal drum. Du Pisser. So, wir gehen jetzt hier runter. Was hat... Wer ist da? Big Tasty. Okay, was suchen wir da? Crafting-Spitze. Guck mal auf. Immer ge... Boah, der hat mich gesehen. Kit. Arbeitsschlüsselform. Aha. Erfordert 50 Intellekt. Haben wir schon. Fire. Oh, genau. Dir gebe ich das hier. Offizier Hundesohn. Ja, auf jeden Fall mein Freund. So. Wie sieht's aus? Intelligenz auf 50. Wir werden natürlich die Intelligenz am meisten erhöhen. Einfach weil wir da damit auch Sachen kaufen können. Die Stärke ist erstmal Nebensache. Ich werde ungefähr das Intellekt auf 100 bringen. Einfach weil wir da alles dann machen können. Also 57. 58 müsste es jetzt 59 sein. Schokobaby, du hast was zu verkaufen. Denke ich mal nach. Ich hoffe, du hast was Gescheites. Blablabla, komm her. Erfahrung, du hast auch was. Brauche ich nicht. Auch nicht wirklich. So, was wir gebrauchen können, werde ich jetzt auch bald mitnehmen. Ich hoffe, ihr werdet mich nicht untersuchen, weil sonst muss ich abhauen. Sehr gut. So. Ich hätte mich wirklich auf Offline stellen können. Sorry, Bro. Sorry, Bro. Lass mich in Ruhe. Oh Gott. Ja, sieht gut aus. Eine Sache bräuchten wir halt immer noch, aber wir haben jetzt bis jetzt alles und können es jetzt auch speichern. Das heißt, wir haben alles noch. Egal, was die jetzt machen, wir haben es, wenn wir dann laden. Dann haben wir alles hier noch. So, ich nehme jetzt das mal mit. Ich hoffe, du hast irgendwas Wichtiges, aber du hast nichts. Gut, dann gehen wir jetzt schnell zum Appell. Ich hoffe, dass die mich nicht kontrollieren. Wäre super. Baron hat nix. Schokobaby auch nicht. Wieso sinkt deine Meinung so schnell, ey? Fuck. Gut. Das ist illegal. Also die roten Sachen, also wo die Schrift rot ist, ist illegal. Und das Grüne dürft ihr behalten. Das juckt keinen. So, hier. Macht, was ihr wollt. Ich habe alles hier. Super. Passt. Ich habe ungefähr einen Plan, was ich machen muss. So, wir müssen halt erstmal ein bisschen mitspielen, ist ja klar.
Sonst bekommt man ja viel zu viel Aufmerksamkeit. Holz. Ich weiß gerade gar nicht, was man mit Holz alles kaufen kann. So. Sieht gut aus. Volle Socke. Ah, Holzstrebe. Wie ging nochmal Pappmaché? Das weiß ich gar nicht mehr. Wie ging nochmal... Ah, Rolle... Klopapier und Klebstoff. Braucht man eigentlich nicht wirklich in diesem Gefängnis. Deswegen würde ich das jetzt hier in diesem Gefängnis auch gar nicht machen. Aber was wir gebrauchen könnten, ist eigentlich Tinte. Wir wollen nämlich uns so ein kleines Wärter-Outfit machen. Und das wäre nie schlecht. Wir brauchen halt nur ein bisschen Bleichmittel. So. Nur wo finden wir halt Bleichmittel? Das ist immer so eine Frage, die man sich stellen sollte. Und ich hoffe, du siehst mich jetzt nicht, du Wichser. Sorry, ich habe nichts gemacht, Bro. Sorry. Big Tasty. Du kriegst erstmal Zahnbürstenwaffe. Schokobaby, was hast du denn so? Nix. Gut. Was hast du hier? Holz ist nicht schlecht. Aber ich kann bis jetzt hier nichts gebrauchen. Dreimal Holz ist jetzt nicht das, was ich jetzt wollte. Was ist Penariumfass? Was ist das? Was ist das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was brauchen wir? Wir brauchen jetzt erstmal Bleichmittel. Das wünsche ich mir. Wäre super. Weil das könnte man immer gebrauchen. Du hast es nicht. Und dann brauchen wir halt noch ein Outfit. Dodo Donut. Kammklinge. Nicht schlecht. Aber brauchen wir nicht. Wie gesagt, wir können auch ohne Gewalt hier irgendwas machen. Ohne, dass irgendwas passiert. Du hattest doch... Hatte der Klebstoff? Nee, aber der hat Klopapier. Das brauchen wir jetzt nicht wirklich. Sorry, bra. Bleib ruhig, bra. So, Keks, Dödöps. Dödödöms, 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 Dödödöms. Oh, fuck. Ich brauche auf jeden Fall irgendwie Bleichmittel. Das wäre super. So, komm, bra. Hast du was? Oh, natürlich nicht. Remco, was willst du? Meine Sache, Naturschwarm, ist spurlos verschwunden. Und ich verdächtige Trevor. Ich hätte es gerne zurück. Ich weiß jetzt nicht, wo gerade Trevor war. Und wo er genau ist. Aber wir müssen ihn gar nicht verprügeln. Das kann auch bei seinem Schreibtisch sein. Und er hat sich mit Feuer verprügelt. Wenn jetzt kein Offizier, hätte ich jetzt seine Kleidung mitgenommen. Wärteruniform. Könnte ich mir halt auch kaufen, aber ist halt zu teuer. Zuerst gehen wir zu Trevor. Wo ist der nur? Also wir müssen jetzt erstmal hier alles reintun, weil da ist nämlich ein Detektor. Tinte können wir mit, eigentlich mitlaufen, aber wir tun es jetzt einfach dorthin. So, es wird dann auch geordnet. Wir werden es nur noch schon ordnen. So, Trevor. Ich glaube, der hat nämlich Naturschwamm. Hat er nicht mehr. Dann scheiß drauf. Würde ich sagen, scheiß drauf von Trevor. Wenn er mal verprügelt wird, dann haben wir jetzt halt was. So, nix.
So, wir müssen also mal hier was erledigen. Bumm. Dankeschön. Dankeschön. Bumm. 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 Dann gib mal was das her. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, nochmal 4. Und dann ist die Arbeit auch erledigt. So, nochmal. Und nochmal. Alles klar, blödes. So, bumm, bumm, bumm. Aber das Pensum ist erfüllt. Und du hast wahrscheinlich den Naturschwamm. Das ist auch gar nicht, wie ich das von dir wegbekommen soll. Alkan handelt. Klebstoff. Aber wir wollen ja kein Pappmaché, weil wir keinen Luftschacht bauen wollen. Wir werden ja nichts mit dem Schraubzieher zu tun haben. Deswegen brauchen wir diese Sache auch gar nicht. Und ich würde sagen, nach diesem Tag beende ich auch diesen Part. So, Feuerzeug ist immer gut, aber viel zu teuer. Bauen wir jetzt nicht so unbedingt. Können wir eigentlich auch ohne leben. So, Intelligenz ist 64. Gut, die Intelligenz zu erhöhen ist ein bisschen langweilig, aber muss sein, weil wir brauchen die Intelligenz. Jederzeit. Wie immer. So, jetzt müssen wir da runter und trainieren. So, wir duschen jetzt ein bisschen. Unsere Müdigkeit muss nämlich nachlassen. So. Jetzt machen wir uns erstmal richtig böse, stark. Oh, Madiko. Zum Muskelprotz werden wir. So. Das ist halt ein bisschen scheiße an diesem Trainieren, weil man muss da wirklich schon selber was machen. Weil Intelligenz musst du ja nur einmal drauf drücken und das war's. Also deswegen erhöht sich die Intelligenz auch, weil man nicht trainiert, weil man halt nichts machen muss bei der Intelligenz. So, duschen. Wir haben ja 100 Müdigkeit. Passt schon. Sehr gut. Ich würde sagen, ich trainiere noch ein bisschen. So. Klebeband. Klebeband, Klebeband, Klebeband. Kann man jetzt halt gebrauchen. Es wird noch richtig komplex werden. Deswegen brauchen wir ja alles wirklich. Ich hoffe, ihr habt was. Ich brauche was Kissen. Kannst du mir das besorgen? Das ist Baby einfach. Ich brauche einfach nur ein Kissen zu stehlen und dann kann ich es Feuer geben. Kein Ding. Ist sogar sehen das Einfachste, was man machen kann. Hole ich hier gleich. So, du habt hier nichts Wichtiges. Sorry, 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 sorry. Officer, sorry. Feuer, 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 wo bist du? Feier, 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 feier. Ich hab was für dich. Dankeschön für 20 Euro, Bro. So. Von dir brauche ich nichts. Klebeband kann man immer gebrauchen.
Da hat sich jemand verprügelt. Was hast du denn? Ich habe jetzt schon mal ein Outfit. Ist sehr gut. Ich brauche jetzt nur noch Bleichmittel. Wo kriege ich das bitte her? Es kann sein, dass Remco das hatte, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Nee. Der hat einen Donut. Den kann man eigentlich verschenken. Oder hat er das Dennis? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Sieht nicht so aus. Keks, aber warte mal. Da ist auch noch... Können wir gebrauchen. Wenn wir ihn Bullen ausnocken wollen. Vielleicht finden wir auch hier irgendwo Schokolade vielleicht. Könnte ja sein. Das wäre perfekt. Aber ich brauche jetzt auch unbedingt ein Magazin. Bitte. Wo kriege ich denn bitte eins her? Magazin. Kann doch nicht so schwer sein, eins zu kriegen. Ich glaube eher weniger, dass es hier jemand hat. Hast du eins? Du hast Folie. Feuerzeug brauche ich auf jeden Fall nochmal. Schokolade könnte auch nicht schlecht sein. Hast du was? Du hast kein Magazin. Nee, ich finde da nichts. Wir haben genug illegales Zeug hier. Ich brauche was Muffin. Kannst du mir das besorgen? Das wird schwer. So, was willst du? Zieh für dich die Halsmaul. Big Tasty hat mein Eigentum schwibitzt. Nagelfleck ist der Tod ist zurück und ich belohne dich dafür, Kumpel. Big Tasty. Big Tasty, bist du da? Ja, hast du deins. Warte mal, werde ich untersucht, bitte. Bin noch rechtzeitig. Oh, dankeschön. Dankeschön. So, Feier, was hast du zu verkaufen? Folie. Könnte im anderen Knast hilfreich werden, aber jetzt nicht. Das Messer ist halt wirklich eine schwache Waffe. Aber wir werden ja nicht unbedingt mit Gewalt hier durchkommen. So. Gut, wir können auf jeden Fall in diesem Part noch nicht wirklich was erreichen. Klebeband tue ich jetzt erstmal hier hin. Mit den Sachen kann ich ja locker rumlaufen. So. Das war's auf jeden Fall für diesen Part von The Escapist, meine Freunde. Im nächsten Part werden wir dann versuchen, jetzt irgendwie ein bisschen so kleinmäßig erstmal alles Sachen herzustellen, die wir dann wirklich benötigen. Wir haben ja schon ziemlich viel. Auf jeden Fall, das war's mit Let's Play The Escapist für heute. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Part.